so früh raus, gestern spät ins Bett. Keine gute Kombo. Jetzt bin ich schon wieder zu spät. Kurz nach 9, 2 Minuten nach. Ich brauche aber etwas über eine Stunde, auch ohne Stau. Heute Sonntag. Und von daher bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Da wäre jedenfalls schon eventuell auch da, weiß ich aber nicht. Steht nicht auf dem Schedule. Wollte aber dafür sorgen, dass Kohle da ist. Aber das hat er wahrscheinlich gestern gemacht. Naja, mein erster Schüler ist der Manuel. Der bereitet sich auf sein Commercial Check Ride vor. Das heißt, er kann eigentlich alles. Aber nicht so gut. Beziehungsweise nicht gut genug. Also machen wir heute natürlich Auto Rotations auf Airport Landings, Pinnacle und so weiter. Der zweite ist der 13-Jährige, mit dem mache ich nur Ground. Und dann habe ich nochmal so einen komischen Introflug mit, keine Ahnung. Bock habe ich überhaupt nicht. Bock habe ich auch nicht auf die nächste Woche, wo ich jeden Tag nicht viele Flüge habe, aber jeden Morgen um 9 Uhr da sein muss. Kein Nerv. Verkehr haben wir nicht, aber ich bin einfach zu spät losgefahren. Verdammt nochmal. Mittlerweile soll ich um 12 Minuten nach 10 da sein. Das ist nicht gut. Ja, windig ist es hier auch. 19 Grad haben wir nur. Das ist gut, dass ich jetzt nicht schon anfange zu schwitzen. In Modesto wird es heute 35 Grad. In Hayward nur 22, 23. Also nicht so krass. Mal sehen. Aber da ich zu spät komme, da fängt der Tag schon shitty an. Ich habe keine Pause zwischendurch. Und wenn ich mit dem ersten schon zu spät anfange, dann verschiebt sich alles mit den anderen und das ist einfach nicht gut. Ja, jetzt müsste ich ungefähr da sein. Aber ich brauche noch 17 Minuten. Und Sonnenschein und blauer Himmel, wo ich herkomme, und am Horizont über den Hügeln da und in der Bay, sieht ziemlich bedeckt aus. Tiefe Wolken. Mann, 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 ey. 20 vor 5. Fertig für heute. So, anstatt Ground zu machen mit dem 13-Jährigen, bin ich fliegen gegangen. Das Wetter war einfach zu geil. Der Justin hat seinen Helikopter jetzt hier von der anderen Schule und kommt mir dauernd in die Quere. Das geht mir ziemlich auf den Sack. Als ich den Wayne dann gefragt habe, hör mal, da ist übrigens eine neue Schule hier am Hell Airport, war so die einzige Reaktion von ihm. Und wieso fragst du mich das genau jetzt? Ich so, ja, weil er mir in die Quere kommt, Mann. Und ich weiß auch nicht, warum du mir da nicht mehr darüber sagst. Ich habe da jetzt die Diskussion nicht angefangen, weil halt zwei Studenten da waren. Der, mit dem ich gerade geflogen bin, und der nächste. Und der war wahrscheinlich nicht so erfreut, dass ich den vor Studenten frage, ach, hör mal, übrigens, da ist eine neue Schule hier. Aber ich hätte ein bisschen erwartet, dass ich das von dem erfahre und nicht von Studenten selber, die mich dann fragen, ja, Hammer, was geht denn hier ab? Und ich weiß davon nichts. Offiziell weiß ich davon ja nichts. Naja, auf jeden Fall hatte ich gerade einen Intro-Flight, der mir schon wieder in den Helikopter gekotzt hat. Was ist mit den Leuten los, Mann? Können nicht gerade ausfliegen und können es nicht bei sich halten. Oh Mann, Tipp gab's auch nicht. Alles klar, ey. Morgen habe ich nur einen einzigen Flug um 9. Mal gucken, ob ich den cancel. Denn für einen einzigen Flug hier morgens rankommen, habe ich keinen Bock. Zu spät kam ich auch, denn der Wayne war da. Von daher hat das natürlich schon mitbekommen. Geht mir auch auf den Sack. Naja, Kohle gab's, aber nicht viel. Gute ist Bitcoin und besonders Ethereum Classic. Geht ab wie Zäpfchen. Da habe ich mehr Kohle gemacht als in den letzten 2 Monaten zusammen beim Wayne. Naja.
Was heißt Kohle gemacht, wenn ich es jetzt verkaufen würde? Natürlich. So, ab nach Hause geht's. Verkehr weiß ich gar nicht, muss ich mal checken. 21, 22 Grad ist es hier. Modesto schweinewarm. Also auf in die Hitze. Eventuell den Flug morgen canceln, denn für einen Flug. Ne. Zu Hause in der dunklen Bude. Wir haben 17:45. Essen ist fertig, aber es ist noch ein bisschen zu früh. Ja, die Leanne hat schon wieder das dritte Mal diese Woche irgendwelche Leute beim Klauen erwischt im Supermarkt. Und niemand macht irgendwas dagegen. Also die Leanne meint, da gibt es irgendeine 500-Dollar-Regel. Wenn man unter 500 Dollar irgendwas klaut, dann können die nichts machen. Ich weiß nicht. Ich denke, ich muss suchen für die, what's the law? Gesetz. Ja. Aber das wäre ja ein bisschen seltsam, wenn jeder irgendwann ins Geschäft gehen kann, unter 500 Dollar Sachen einpackt und dann einfach geht. Ohne dass sie irgendwas machen können oder machen. Verstehe ich nicht. Ich habe gerade gesehen, dass ich 5 neue Mückenstiche habe. 4 an den Beinen, links und rechts, und einen am Arm. Super nervig. Naja, das Essen ist fertig. In Garlic, Butter, was auch immer, eingelegte Schrimps. Gemüse, Reis und die komische Blumenkohlpizza. Sieht gut aus. Haben wir auch Salat? Nein. Kein Salat. Ja, normalerweise gehen wir zum Blackbeard Diner und holen immer so eine Packung von dem leckeren Dressing. Und normalerweise zahlen wir so um den 1 Dollar. Und gestern ist die Lien hin und wollte wieder Dressing holen. Und dann wollten die 5 Dollar dafür haben. Das geht natürlich gar nicht. Da sind wir direkt wieder umgekehrt. Und jetzt versuchen wir es demnächst nochmal. Also wir wissen, dass dann noch 2, 3 andere Leute auf jeden Fall auftauchen und das Dressing auch kaufen. Also nur dahin gehen zum Dressing. Oder fürs Dressing. Aber wenn das jetzt immer 5 Dollar kostet, können wir es knicken. Unverschämtheit. Amazon-Paket angekommen. Habe ich so früh gar nicht erwartet. Sollte eigentlich erst, keine Ahnung, 8. oder 9. Juli kommen. SafePal. Ist eine Firma, die relativ neu ist. Und sowas herstellt hier. Das ist ein Cryptocurrency Wallet. Offline. Ziemlich interessant, weil das weder über USB geht, noch über Bluetooth, noch über sonst irgendeine Verbindung. Die kleine Kamera hier auf der Rückseite, die scannt ICR-Codes. Und so funktioniert das Ganze. Also die Cryptocurrencies, die werden natürlich nicht richtig darauf gespeichert, denn die bleiben irgendwo. Das speichert die alle Adressen. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Also ich werde mich da vorher nochmal informieren, bevor ich mein Cryptocurrency dort aufpacke natürlich. Ein bisschen Research machen. Aber was habe ich eigentlich im Vorfeld schon gemacht? Ich bin sehr gespannt. Also ich habe mir erst überlegt, diesen Ledger zu holen, weil die sind seit 8, 9 Jahren auf dem Markt. Und die haben sich schon ein bisschen etabliert, aber das ist halt eine neue Firma und das Ding war nur halb so teuer. Und das ist halt für Bitcoin, Ethereum und ECR20 Tokens. Also alles, was ich so habe. Bin ich mal gespannt. Sieht auf jeden Fall cool aus und ist halt eine andere Technologie als das Ledger. Ledger geht über USB und Bluetooth und das hier nur über die Kamera und den über dieses Code-Ding hier. ACR-Code. ACR. Schon 20:40, morgen hole ich um kurz nach 6 raus. Ich habe mir überlegt, den Flug zu machen und nicht abzusagen, was soll's. Ich habe noch 2, 3 andere Mückenstiche irgendwie entdeckt, die plötzlich anfingen zu jucken. Die fangen immer irgendwie mit einem etwas über 24 Stunden Delay an zu jucken. Naja, jetzt muss ich auf jeden Fall duschen und dann muss ich runterkommen und pennen. Irgendwie.